Ja, ich helfe die Söldner gerne schon vorher einschwören, bevor die dann auch nochmal den Schwur auf den Captain leisten. Also auf ihre Verträge. Ja, das heißt, du möchtest einen chorgefälligen. Möchtest du das liturgisch machen mit Karma? Ja, ich muss gerade mal gucken, ob ich überhaupt was Vertragsschwur, ob ich einen Vertragsschwur oder so kann. Eidsegen. Eine gute Frage, ja. Das Lass mich mal musst du eben als schauen. Halbgott ja nicht unbedingt haben. Der kleine Nee, natürlich. Eidsegen. Du musst ihn selbst als Zwölfgöttergewalter nicht mal unbedingt haben. Lass mich schauen, was kann Lässt ich sich im Übrigen noch? auf 10 Leute aufstufen, nicht, dass sie irgendwie auf so riesige Ideen kommt. Den Eidsegen hätte ich, ja. Ja, dann kannst du meinetwegen auch einen Profan sprechen. Der muss dann ja, weiß ich nicht, das sind Treuzacker, nimmst du mit, dann hast du irgendwie 100, 120 Leute oder sowas. Ja, mir reicht es mich auf die. Also ich möchte auf die Offiziere im Grunde den Eidsegen schwören Okay, und der ja. Rest soll halt profan schwören. Gut, dann machst du PP, also auf 10 Personen, 10 Offiziere und kannst das dann Ja. im Morondra-Tempel machen. Genau, ich suche eben die Modifikatoren raus und kann es schon mit den anderen machen. Ich würde gerne die Geweihten in unserem Aves-Schrein vereidigen. Ja. Auf eurem Schiff. Gut. Packen wir die Offiziere auch da, aber erst hinterher. Also erst nach dem Effa-Tempel. Gut, dann fangen wir einfach mal mit Zulamin an, mit all den Geweihten, die sich dann in der kleinen Kapelle versammelt haben. Die Trollzacker haben viele Kissen herbeigeschleppt, auch wenn sie viel gemurrt haben, weil Kissen nicht Trollzack sind, aber es ist mittlerweile mit den Schreinen, die hier aufgestellt worden sind, doch sehr göttlich. Gut, dann würfel ich erstmal, oder? Also es ist eine Kapelle. Da, was haben wir? Keine Notlage, kein göttlicher Auftrag, nicht eigensüchtig, kein magischer Zwang, kein Eidbrecher, nicht gescheitert. Geweihter Boden einer verwandten Gottheit, ja. Das ist eine -1. Zugedachter Monat haben wir nicht mehr, wir haben mittlerweile Praios. Ordnen und harmonisch ins Weltgeschehen ein. Ne. Nee. Stört aber auch nicht. Das ist alles nicht relevant. Es ist eine Grad 1 Liturgie. Ich stufe auf Grad 2, damit es reicht für unsere Geweihten. Das heißt, ich behalte eine 1er Erleichterung übrig. Es sei denn, diese Geweihten sind irgendwie Mitbeter bei der Sache. Sind sie nicht, weil sie davon betroffen sind? Eine Es Sache noch. Kommt es auf den einen Punkt an, würfel doch einfach Mir erstmal. ist gerade In die aufgefallen, Box. wir haben ja jetzt Praios. Das heißt, die Sonnenwende war gerade. Das heißt, Zauber neu in die Stäbe sprechen. Oh ja, wenn irgendjemand Zauberzeichen hat, die sind auch aufgelöst. In die Box, bitte. Hast du gemacht? Perfekt. Göttergefällige irgendwas Punkte übrig. 13. Gut, dann erzähle ich noch, was ich zu Ihnen sage. Also, nachdem jetzt der Schrein eingerichtet ist und die Geweihten alle die Chance hatten, sich mit dem Eid vertraut zu machen, stellt sich Zulamin vor den Aves-Schrein und sagt zu den anwesenden Geweihten: Meine Brüder und Schwestern, verschieden sind unsere Götter, doch geeint sind sie in ihrem Willen, die schwimmende Heptarchie Darion Paligans zu zerschmettern. Um diesen ihren Willen zu erfüllen, sind wir hier. Heiliger Herr Praios, heilige Herrin Raja und all ihr Götter, deren Diener hier versammelt sind, hört diesen Schwur und seid unsere Zeugen. Was nun geschworen wird, sei euch anempfohlen. Diese Worte werden freiwillig geschworen, ohne Hintergedanken oder Falschheit, und sollen heilig sein in eurem Angesicht. Wer aber diesen Eid ablegt, um seine Bedeutung zu entstellen, wer den anderen zwingt oder gar diesen heiligen Eid bricht, der sei eurer Strafe überantwortet. So erhebet nun die Hand zum Schwur, ihr Diener der Götter, und leistet den Eid auf dieses Schiff und seine Mission. Sprecht mir nach. Ich gelobe, für die Dauer meines Dienstes den Befehlen der Heptarchentöter Folge zu leisten. In festem Vertrauen darauf, dass sie stets im Interesse unseres gemeinsamen Ziels handeln.
die schwimmende Heptarchie zu Fall zu bringen. Ich gelobe, keine sensiblen Informationen an Außenstehende weiterzugeben und alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit diese Mission Erfolg hat. Ich gelobe, nicht mutwillig die Harmonie auf der mondsilbernen Drachentöter zu stören, ob ich an Bord weile oder nicht. Sollte ich mich nicht länger imstande sehen, diesen Eid zu erfüllen, so schwöre ich, in Frieden von Bord zu gehen, sobald wir im nächsten Hafen anlegen. Selbiges gilt, wenn es der Wunsch der Heptarchentöter ist, dass ich dieser Mission den Rücken kehre. Wenn ich diesen Eid breche, möge Raja mir ihre Gaben entziehen. Es sei. Angroshminia darf natürlich auf Angrosh schwören. Es sei. Es sei. Es sei. Abenteuer, es sei. Sulamin lächelt in die Runde. Willkommen. Dann lass uns gemeinsam zum Effa-Tempel aufbrechen, wo die Mannschaft vereidigt wird. Abenteuer. Vor ein paar Wochen, während den namenlosen Tagen 1030 auf 31, war Festadiel, der Tag der großen Spinne. Ihr liegt mit der Goldmorgen-Tarantel mitten in der Charyptik. Kurz vor dem Bohrensgrund ist die Bewegung der Arche langsamer geworden. Das Unwasser in den Adern ging euch aus und ihr musstet Neckar und Zeliten als Treib- und Schmierstoff benutzen. Ein teures Unterfangen, doch es hat sich gelohnt. Neben euch zucken die Seeschlangen von Darion Padigan vor Schmerzen und wühlen das schwarze Wasser der Plagenbringer auf. Seit 2 Tagen liegt ihr vor Ort und bereitet euch auf das Kommende vor. Die fette Chimena Ulgal hat dem Pakt mit dem Heptarchen nachgegeben und Xeran verraten. Das Ritual am heutigen Abend soll die Sphären aufreißen und einem mächtigen Geist einen neuen Körper schenken. So steht ihr an Deck des Dämons, esst ein paar Seepocken, die von eurem Körper wachsen, oder trinkt das Brackwasser aus den Pfützen an Deck. Kriecher nicht mögen. Was wir hier tun? Als Maul, das geht dich nichts an. Nicht stechen. Gift tut weh. Oh ja, das tut es. Ah, wahrhaft. Wunderbarer Anblick. Warum ist diese Kreatur überhaupt wieder über Deck? Ich erkriege einen Tritt. Na schön, dass sich wenigstens einer von euch freut. Seht ihr eigentlich, was es uns gekostet hat, bis hierher zu kommen? Dafür hätten wir die Arche 3 Monate betreiben können, unter normalen Umständen. Es wird immer schwerer, auf dieser Seite der Küste Nicker zu kriegen. Oh ja, als würdet ihr euch damit auseinandersetzen, Nicker heranzuschaffen. Nun nein, aber weißt du, was Iskir sich die letzte Ladung hat bezahlen lassen, die er aus Havena importiert hat? Alles, was ich hier höre, ist heul, heul, weh, weh. Mach deine Aufgaben richtig, dann hätten wir keine Probleme mit dem Geld. Was soll das denn nun bitte schon heißen? Ich mache meine Aufgabe richtig. Mais. Ich muss doch sehr bitten, meine Bücher sind perfekt ausbalanciert. Von vorne bis hinten, kein einziger Fehler drin. Das hat alles einen höheren Zweck, wenn euer minderer Verstand das nicht verstehen kann. Halborg, unterbrich mich nicht. Ich heiße Talatia. Sie hat mich auserwählt. Meister, wie geht es weiter? Wohin geht es reisen? Um das zu erfahren, sind wir hier. Daligan will, dass wir hier sind, also sind wir hier. Und dann wird es das auch wert sein. Ihr werdet sehen. Sobald das Ritual vollführt ist, wird Morda seinen neuen Körper erhalten.
und wir werden die See endlich weiter ausbreiten können. Seht ihr, in welcher lustvollen Qual sich diese Seeschlangen winden? Ha! Ritual verspricht Großes. Und wir werden belohnt werden von ihr. Krieg ja nicht wissen, warum Plagenbringer nicht gehen, wie Goldmorgen-Tarantel? Nicht geschmierte Beine? Weil sie in ihrem Bauch angeblich so viel Gold mit sich herumträgt, dass sie zu schwer ist, um noch zu laufen. Kann Kriecher sehen? Man sagt, dass der Letzte, der es gesehen hat, jetzt selbst darunter begraben liegt. Warum wagt es diese Kreatur überhaupt noch, die Stimme zu erheben? Ihr seid weich geworden. Lass den armen Kriecher doch. Er gibt sich so viel Mühe, das Deck sauber zu halten. Kriecher kümmert sich um Archenkäfer. Wenn es nach mir ginge, hätten wir diese Kreatur schon längst seziert und auf dem Grund des Meeres versunken, in die ewigen Tiefen schon von Charybdorot. Und wer härtet dann die Käfer? Du vielleicht? Wenigstens kostet sie uns nichts. Wenn ihr zahlen würdet, dann würde ich das umgehend tun, aber ihr seid ja genauso geizig wie dieser Grollen. Und du bist ja noch teurer als ein Arachnea-Magier anzuheuern. Nun, alles hat seinen Preis, vor allem meine profunden Kenntnisse. Und ein Preis ist aber auch nur dann ein Preis, den niemand bezahlen will. Ansonsten ist er nur eine schöne Vorstellung. Nun. Möchtest du das noch einmal erörtern? Oder soll ich dir gleich deine Glasknochen brechen? Dachte ich mir doch. Nun, schaut und lernt. Vielleicht können auch eure minderen Geister etwas davon nehmen. Vespertilio und Vermes sind tot, aber selbst im Tod bringen sie uns noch was. Ihre Körper sind uns Nütze. Kriecher haben gehört den Namen. Sie oft gefallen in den letzten Tagen. Ja, aber das braucht dein kleines Hirn nicht kümmern. Hat diese Kreatur gerade mit mir gesprochen? Kriecher nicht wollen. Nicht hauen. Nicht wütend machen. Schlimm, wenn wütend. Krack würde sich nochmal auf dem Boot zusammenkriechen. Ja, wenn Kriecher wütend wird, ist das wirklich ganz schlimm. Er geht mir alle. Reibt sich sein diamantenes Horn, so wie andere Leute sich die Schläfen, wenn sie Kopfschmerzen bekommen. Ach, nicht Nutz, du bist doch mein Liebling hier. Ich streichel ihn langsam übers Gesicht und sehe, wie er dabei zuckt. Nicht das Messer, na. Nee, es war er, es war Krieg. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ein wirklich jämmerlicher Mensch. Was habt ihr ihm angetan, dass er so ein Schatten geworden ist? Ich habe ihm nichts angetan, was eine niedere Kreatur wie er nicht verdient hätte. Oh, das habe ich gar nicht in Zweifel gestellt, aber dennoch bin ich neugierig, was ihr getan habt. Nun, darauf bin ich ziemlich stolz. Sein Geist ist gebrochen. Und noch bin ich noch nicht fertig mit ihm. Ihr seid stolz darauf, den Geist einer schwachen Kreatur zu brechen? Dann kann es nicht so weit hin sein mit euren Fertigkeiten. Seid ihr nicht auch stolz darauf, wie war es gerade noch, die Glasknochen von jemandem zu brechen? Ja. Dann mir auch nicht, wie das Herausforderndste von allem. Nun, diene ich dem Herrn Fex, suche ich die Herausforderung wohl kaum. Aber du hast ihm gerade vorgeworfen, das ist keine Herausforderung. Nein, dachte ich mir doch. Aber meine Lieben, wir sind doch hier nicht zum Vergnügen. Wobei ich denke, dass es ein großes Vergnügen sein wird. Den großen Morudal. Von Angesicht zu Angesicht sehen. Wer ist dieser Typ überhaupt? Ich meine, ich dachte, Polygon ist der Boss der Kapitania. Wer ist dieser Morudal denn jetzt? Und was kostet der uns? Uns hoffentlich gar nichts. Und Polygon ist mächtig. Aber am Ende ist er doch nur ein Mensch. Krieg ich das hin? Da oben!
Ihr könnt erkennen, wie die verkrümmte Kreatur nicht auf das tiefe, blaue, schwarze Meer deutet, sondern auf den Himmel, der sich grau verfinstert zugezogen hat. Und ihr könnt sehen, wie sich aus der grauen, wabenden Ebene ein gewaltiges, geflügeltes Monstrum heranschiebt. Ihr habt bisher auch nur Gerüchte von diesem laubgeflügelten Monstrum gehört, aber das muss wahrhaftig die Hornlibelle sein. Oh, wahrlich sehenswert, nicht wahr? Ein erhebender Anblick. Faszinierend. Was ist das denn? Ein solches Wesen unter seine Kontrolle zu bringen. Kann mir jemand erklären, was das ist? Arche? Es hat Flügel, Arche geht doch auf Wasser. Ich meine, es ist die Hornlibelle, richtig? Es ist ihr Diener, Yaktu-Gott, Yatrahilam. Steht ihr? Ihr Diener. Mahaitam. Mit ihrem Eintreffen sind wir dann vollzählig? Oder warten wir noch auf jemanden? Ich hoffe nicht. Zeit ist Geld. Wir sammeln so viele Archen, Kriecher stolz, der Arche dienen zu können. Stolz und Kriecher in einem Satz zu hören, ist ein Erlebnis für sich. Denkt ihr, dass der Kriecher... Ja. Du solltest stolz sein. Denkt ihr, dass der Kriecher auf der Hornlibelle auch Flügel hat? Braucht diese Kreatur überhaupt eine Zunge? Ja, wie soll er sonst die Archenkäfer anlecken? Schmecken gut. Ich glaube wirklich nicht, dass sie nötig ist. Nun, seine Stimme, sie stört mich. Wenn ihr bereit seid, ein paar Dukaten dafür in die Hand zu nehmen, entferne ich sie selbstverständlich fachmännisch für euch. Gromix klemmt unbewusst sein Kassenbuch enger an die Brust. Ich glaube, sie hat ihre Stimme deshalb noch, weil die Kapitana sie gelegentlich erheiternd findet. Grolmix konnte lauschen bei Chimena. Grolmix nicht ganz wissen, aber sie sagte Bund der Urtiefen und Knochenotter, Wurzelkaiserin, Dabukta, Friedhofswächterin. Viele Archen, die kommen. Großes Ritual. Und die Seuchenbringer. Dann warten wir also tatsächlich noch. Na. Alles, um einen mächtigen Verbündeten zu schaffen. Mora, der sein neuer Körper bekommt. Seine Auferstehung. Damit haben diese Götterpaktierer keine Gelegenheit mehr, uns zu besiegen. Was macht der Mann denn? Immerhin verteilen sich die Kosten so auch. Er macht. Ja, was macht er denn? Zauberkünstler, als es je einer von uns sein könnte. Nun, einer von euch zumindest. Das war Vespertilio auch und jetzt ist er Brei auf Roland. Sehr kostspieliger Brei, nicht wahr? Ja, haben wir einen Teil unserer Kosten reklamieren können. Brei würde ich es nicht nennen. Ich konnte seinen Leichnam bereits begutachten. Und er wird dem Zauberkönig stehen. Raschgaxul, das Ziel, das Meer der Finsternis. Aventurien wird sinken und sie wird sich erheben. Ja, das klingt verführerisch. Ja, 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 und wir wie immer oben auf. Ich bin ja nur hier, weil ihr meine Sippe gut bezahlt, aber was bringt es irgendeinem von uns, außer... Ich nick mit dem Kopf ein wenig in die Richtung des Krakonias. Außer denen, wenn Aventurien versinkt. Sie wird auch verstehen, Kaxhul. Kein Wasser, Wasser tut weh, Wasser tut weh, Wasser tut weh, kein Wasser, kein Wasser. Deine Fresse. Während ihr gebannt darauf blickt, wie das
geflügelte Monstrum sich neben euch absinkt. Ihr könnt noch einige Torwaller an Bord erkennen, die dort umherlaufen und einige Dinge wild und rüde rufen. Sie sind unter eurer Würde. Warum einmal Torwaler zu diesem Bund der Tiefe gehören sollen, aber Baldigan hat das so ausgesucht. Da könnt ihr spüren, wie unter euch der Seeboden aufreißt. Ein Riss, der nicht nur dort unten klafft, nicht nur im Dere rund, sondern auch in den Sphären. Und dünn, wie der Schleier geworden ist, könnt ihr spüren, wie eine gewaltige Kraft euch das Blut in die Nase treibt und irgendetwas aufersteht. Zwei Körper, die von Bord der Plagenbringer runtergeworfen werden, könnt ihr erkennen, wie es wohl in Turbane gehüllt, blinkende Artefakte am Körper. Zwei Magier in den Fluten versinken. Ihre entstellten Körper mit blau leuchtendem Licht und Krakensilber verbunden. Ah, Heimat, so nah und doch so fern. Aber jetzt werdet ihr sehen. Es ist soweit. Die ganze Zusammenführung wird hier zu ihrem Ziel gelangen. Und ihr habt das die Möglichkeit, seine Auferstehung alle mitzuerleben. Warten wir es ab. Und während sich ein gewaltiger, titanischer Tentakel in euren Kopf schiebt und die Gedanken durchwühlt, könnt ihr einen Namen spüren. Mörder. 3 Wochen später. Zorga. Yalan betritt den Effa-Tempel, blickt sich um und tritt zu den anderen Helden. Ah, gut. Ihr seid alle hier. Die Mannschaft ist auch schon fast vollständig da. Aber ich habe uns exakt einen Steuermann auftreiben können. Und eine Perikuman-Magistratin. Hört mir zu. Ihr schaut schon wieder so. Sie hat gesagt, sie kann uns vielleicht mit unserem Problem helfen. Eine ist ganz schön wenig. Eines ist mehr, als wir gerade eben noch hatten. Na gut, vielleicht finden wir in Konchum etwas. Wir werden wieso noch Mannschaft anwerben müssen. Sie ist wohl auch eine relativ begabte Jägerin. Das ist auch immer, wenn wir in Konchum an Schützen zusammenkratzen können. Ich hoffe, sie kann ein wenig Verstärkung leisten. Nun, ich bin mir nicht sicher, was wir mit einer Jägerin an Bord wollen, aber... Nun ja, ich fürchte, wir müssen nehmen, was wir bekommen. Na, da seid ihr. Bin fertig mit den Söldnern. Habe ich eure Rede verpasst? Nein, kommt genau richtig. Na, wunderbar. Hat alles wunderbar geklappt. Ja, was sollte auch schief gehen? Ah, so. Rechtzeitig, ja. Interessante Neuigkeiten. Es gibt hier wohl entweder im Effa-Tempel selbst oder im Militärhafen wohl eine ehemalige Fischerin aus Lanka. Die Wächterin der Wogen oder die Bewahrerin der Brandung oder so irgendwas. Sowas wie die höchste Fischerin vor Ort oder was? Ich glaube ja. Wir sollten sie später aufsuchen. Herausfinden, was man über Lanka herausfinden kann. Ja, aber erstmal kommt jetzt eure Ansprache, oder nicht? Das ist selbstverständlich. Wir müssen erst einmal unsere Geschäfte hier klären. Gut, sind alle da? Smutje, komm rein mit dir! Ich hab noch eine Rauschgurke im Mund. Geil. Mann, hätten wir nicht Bruder Galgenstein, ne? Da würde auch was fehlen. Er klopft dir mit seiner schmierigen Rauschgurkenwasserhand auf den Schulter, wischt ein bisschen was an dir ab und geht dann weiter. Ihr wisst doch. Wie gesagt, Captain, willst du erst und dann machen wir unsere Teile jeweils? Ich gehe halt nach vorne. Mannschaft, zuhören! Ja, okay. Moment, ich bin gleich soweit. Schnauzer! Matrosen, Kameraden! Wir ziehen aus, um den Heptarchen Daria und Paligan die Stirn zu bieten und zu vernichten. Diese Fahrt wird euch zu Helden und Legenden machen, von denen anderen Tavernen und Akademien reden werden.
Effert macht Effert sein und Rondra macht Rondra sein, blicken auf uns. Und auch die anderen zehn lächeln huldvoll auf uns herab. Sie sehen unsere Seelen und unsere Herzen. Und sie sehen Mut und Entschlossenheit. Den Mut, den Gefahren dieser Reise zu trotzen. Und die Entschlossenheit, den Willen der Götter zu vollziehen. Ich habe in vielen Schlachten gekämpft. Und bin stolz, euch Kameraden zu nennen. Ziehen wir in die Schlacht gegen die Feinde der Götter und fegen sie von deres Antlitz. Seid ihr dazu bereit, Kameraden? Bei den Göttern. Auf Erfahrt. Zwarf ihr. So schwört den Eid. Wird man ja nach vorne rücken? Nun gut, aufgemerkt. Letzte kurze Information, bevor es dann losgeht. Wir sind nicht bei der Flotte, aber trotzdem muss hier Ordnung herrschen. An Bord, sowie an Land auch. Also, wer auf Wache säuft, kriegt halbe Rationen. Wer auf Wache besoffen auch taucht, kriegt auch halbe Rationen. Wer ohne Befehl plündert, wird ausgepeitscht und ohne Lohn entlassen. Wer brandschatzt, der hängt. Wer jemanden ermordet, der hängt. Wer sich diesen Gesetzen nicht unterwerfen möchte, da hinten ist die Tür. Warte einen Moment. Einer der Piraten geht. Gut. Ramin, wenn ihr die Gnade hättet, von den Offizieren jeweils ein bisschen Blut in diese Schale einzusammeln. Sulamin geht mit der Opferschale rum und reicht jedem ihren Dolch. Sprecht mir also nach. Ich gelobe, gehorsam und aufrecht, auf dem Mondseil meinen Drachentöter zu dienen. Mein Leben in die Hand des Kapitäns Avelmir Yamorenis und seiner Helden zu legen. Einen Befehlen Folge zu leisten und ihn nicht in Frage zu stellen. Weder Mannschaft noch Schiff durch Verrat zu hintergehen. Verstoße ich gegen meine Pflichten, bin ihm gegenüber ungehorsam oder aufrührerisch, oder ich begehe Verrat an der Mannschaft und dem Schiff, so sollen die Götter mich strafen. Mir soll das Essen schal und der Wein sauer werden, das Gold stumpf und das Leben schwer. So wollen es die Götter, so will es Preios. Es sei. Zwei weitere Briaten gehen. Und gebe ich die Schale in... es gibt kein Feuerbeck. Wie macht man das in einem Effort-Tempel? Also eigentlich verschwindet das Blut einfach. Normal finde ich es stimmungsvoll, wenn es in Flammen aufgeht, aber vielleicht verdampft das? Ich denke, es wird zu reinem Wasser. Es wandelt sich in Meerwasser. Ja. Finde ich gut. Ja. Die Farbe entfärbt sich von rot nach tiefblau. Und an der Schale am Rand kristallisiert Salz aus. Sulamin sieht sich das lächelnd an und leert dann die Schale in das Wasserbecken des Tempels. Fügt so die Schwüre der Mannschaft all den anderen Schwüren hinzu, die in diesem Tempel schon geschworen wurden.